Vielen Dank den jagdfrohen Bläsern der Kreisjägerschaft unter der Leitung von Uwe Asmus für die einleitenden Signale, heißt das, glaube ich, in Jägerlatein. Ja, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie auch im Namen unserer Bürgervorsteherin Liselotte Nagel sehr herzlich willkommen hier zu unserer offiziellen Einweihung und des neuen Naturparkzentrums Uhlenkolk und freue mich, dass Sie tatsächlich so zahlreich hier heute auch unserer Einladung gefolgt sind. Ich leite nochmal ein nach langer Planung und vielen Diskussionen, leider auch einigen Verzögerungen, aber eben gerade noch rechtzeitig zur Saisoneröffnung 2012 freuen wir uns heute wirklich sehr, das neue Naturparkzentrum Uhlenkolk hier an dieser Stelle seiner Bestimmung übergeben zu können. Auch wenn sicherlich noch längst nicht alle Projektideen, insbesondere von Herrn Thun, dem Leiter unseres Forst- und Grünflächenamtes, umgesetzt sind und im Laufe der nächsten Jahre vielleicht oder sogar auch hoffentlich, muss man sagen, noch die ein oder andere Ergänzung folgen wird, ist dieses wunderbare Projekt jetzt nunmehr zumindest vorläufig weitgehend abgeschlossen. Entstanden ist, wie Sie sehen, ein Ensemble mit Ausstellungsräumen, einem Seminarraum, einem Café und Kiosk, der Köderhütte und dem grünen Klassenzimmer dort drüben mit Sanitärräumen, auch für Übernachtungsgäste und Büro- und Wohnräume sowie Spiel- und Veranstaltungsflächen im Außenbereich und auch einen neuen Parkplatz. Der Name dieser Einrichtung, Uhlenkolk, greift sowohl die Lage im Zentrum des Naturparks Lauenburgische Seen auf, als natürlich auch unsere Symbolfigur Till Uhlenspiegel und den grundlosen Kolk dort unten innerhalb des angrenzenden Wildparks. Und so führt diese Einrichtung nun, das muss man auch sagen, nach freundlicher Zustimmung der Naturparkverwaltung des Kreises, den, wie wir meinen, sehr passenden Namen Naturparkzentrum Uhlenkolk. Mittlerweile hat sich schon der Name Uhlenkolk im allgemeinen Sprachgebrauch ein wenig eingebürgert, auch die Hinweisschilder sind entsprechend ausgeschildert. Es wird sicherlich, dessen sind wir gewiss, ein ganz wichtiger Baustein für den Tourismus, nicht nur in Mörn, sondern auch in der Region werden, insbesondere natürlich für die naturkundlich interessierten Touristen. Gerade wir hier im Nordkreis, die wir mit einer, wie soll man sagen, wunderschönen Natur gesegnet sind, aber leider etwas im Windschatten der stark prosperierenden gewerblichen Entwicklung im unmittelbaren Umkreis der Hansestadt Hamburg liegen, sind tatsächlich auf solche touristische Infrastruktur auch angewiesen. Alles in allem freuen wir uns natürlich sehr, heute endlich in den Vollbetrieb gehen zu können und mit dem Uhlenkolk über eine Einrichtung zu verfügen, in der naturbezogene Projekte und Angebote in einem entsprechenden Ambiente, einem sehr ansprechenden Ambiente und auch zu großen Teilen dann auch wetterunabhängig durchgeführt werden zu können. Aber im Naturparkzentrum kommt demnächst noch eine weitere Funktion zu, denn ich freue mich besonders, dass hier auf dem Gelände, direkt hier hinter, wo ich gerade aufschaue, auf Initiative des Landes Schleswig-Holstein in Kürze eine sogenannte integrierte Station zur nachhaltigen Entwicklung der lauenburgischen Landschaft gegründet werden soll. Mit dieser zusätzlichen Einrichtung, davon gehen wir aus, das hoffen wir sehr, könnte sich das Ganze hier mal zu einem Kompetenzzentrum für Naturschutz, vielleicht sogar zu einem Exzellenzzentrum entwickeln. Und wir hoffen alle sehr, dass die Fertigstellung, wie geplant, dann Anfang 2013 auch erfolgen kann. Andreas, er soll den Hammer nicht zu weit vorne nehmen, damit er sich nicht die Finger verletzt. So, jo, ja. Du hast den ganzen Stiel gekauft. Genau. Los, besser, jawohl. Sehr gut. Super. Ja, gib nicht nach. Bravo! Warte, ist er drin? Richtig, gut, super!
Ja, liebe Frau Nagel, lieber Kollege Diegels, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Möllnerinnen und Möllner, liebe Freunde aus des Naturparkzentrums, wir alle in der Aktivregion Herzogtum-Lauenburg-Nord freuen uns mit Ihnen über die Eröffnung dieses Naturparkzentrums Uhlenkolk. Buchstabiert man Uhlenkolk, so wird es deutlich, was hier in Mölln entstanden ist. Am Anfang steht das U für Uhlen. Und da beginnt schon die erste Herausforderung, denn Eulen sind nachtaktiv, wie wir alle wissen. Sie schlafen am Tag, das beweist auch, dass der Eulenspiegel nicht hier ist, der schläft also am Tag. Und ich dachte, wieso wird das Naturparkzentrum eröffnet, wenn alle Namensgeber schlafen? Aber der zweite Teil des Namens ist voll. Und wir haben das ja schon erläutert bekommen vorhin, was Teich oder Wasserloch in einem sumpfigen Gebiet bedeutet. Und dort kommt die Sumpfeule vor, die als Einzige, die als wirklich als Einzige auch tagaktiv ist. Und ich habe auf der Weltkarte des Verbreitungsgebietes der Sumpfohreule nachgesehen. Da gibt es große grüne Flächen und in Mitteleuropa einen grünen Punkt. Und das habe ich sofort erkannt, das ist Möll. Und das ist also natürlich ganz klar, also ist auch der Tag und der Zeitpunkt dieser Veranstaltung richtig gelingt. Das H steht für Herzogtum Lauenburg Nord. In diesem Fall also die ganze Region, die auch die Aktivregion Herzogtum Lauenburg Nord umfasst. Aber auch für Holz, das ist hier nun wirklich unübersehbar, und für Heimat. Das L steht natürlich für die ländlichen Räume. Sie hatten ein anderes Wort gleich erwartet, aber das kommt noch, weil wir noch einige Buchstaben mehr haben. Denn alle Gemeinden des Nordkreises bilden zusammen mit den Menschen in der Region, den Wirtschafts- und Sozialpartnern. Es steht für das Zukunftsprogramm ländliche Räume und für die Aktivregion. Die beste Erfindung von und mit Menschen aus den ländlichen Räumen, die gemeinsam daran arbeiten, dass die Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen unseres Landes, und dazu gehören eben auch unsere beiden kleinen Städte, dazu verbessert werden und die daran arbeiten, diese ländlichen Räume deutlich in der Lebensqualität für uns alle und für unsere Gäste zu verbessern. Über 10 Millionen Euro Investitionsvolumen sind aufgrund der Aktivitäten der Menschen in der Aktivregion Herzogtum Lauenburg Nord seit 2008 in der ganzen Region umgesetzt worden. Das ist ein beachtlicher Anteil. Und 600.000 Euro Zuschuss alleine sind aus Mitteln, die dafür zur Verfügung stehen, hierher nach Mölln, in diesen Teil der Stadt gelangt. Vieles andere mehr auch noch an anderer Stelle. Mit dem E, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verfolgen das noch, mit dem E kommt Europa zu uns. Deutlich werden aber auch unsere strategischen Entwicklungsziele. Und zu danken ist für die Energie und den Einsatz aller Beteiligten an diesem Projekt, damit mit einem großen Endspurt dieses Ziel erreicht werden konnte. Und es steht natürlich ab Montag für diejenigen, die daran mitgewirkt haben, auch Erholung an. Für alle anderen schon ab heute und sofort. Natur, Nachhaltigkeit, Nutzen, Naturparkzentrum, dafür steht das eng. K steht nicht nur für den Kolk, sondern insbesondere auch für die Kooperation mit vielen Partnern in der ganzen Region, für Klima, Klassenzimmer, Kompetenz und kreativen Langmut. Ich hätte auch Mölln sagen können, aber mir fehlt ein M. Für den Leuchtturm steht das L. Der Leuchtturm steht für gemeinsame Ziele und Anstrengungen der Stadt Mölln und aller Beteiligten, für die Gemeinsamkeit in der Region, auch zwischen unseren beiden Städten. Das Leuchtfeuer strahlt weit darüber hinaus und warnt nicht, wie in der Seefahrt, Abstand zu halten, sondern es lädt ein zu Besuch, zu Aktivitäten für Jung und Alt. Es steht für unseren gemeinsamen Lebensraum, für die Luft, von der wir leben, und für unser Land Schleswig-Holstein. Das O, ich hätte es vergessen, das O steht für manchen Ausruf des Erstaunens beim Erblicken eines Leuchtturms mitten im Wald und so manches bereichernde Erlebnis im Naturparkzentrum. Das K und das letzte K jetzt auch steht für die Energiewende in Mölln. Denn
In der Köhlerhütte lässt sich CO2-neutral Holzkohle herstellen, was in Anbetracht der finanziellen Situation nicht nur Ihrer Stadt, Herr Wiegels, durchaus im Blick behalten werden sollte. Es steht aber auch für Kaffee und Kuchen, den man hier genießen kann und worauf wir Gäste uns alle schon sehr freuen. Die Eule, meine Damen und Herren, stand immer schon für gute Nachrichten, für Glück und Weisheit und den Schutz der Natur und ab heute auch als Wegweiser für ein außergewöhnliches und wunderbar gelungenes Leuchtturmprojekt.